Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen, ihr in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, lasst natürlich gerne ein Abo da. Damit unterstützt ihr mich auch auf dem Weg zu den 1000 Abonnenten. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Außerdem könnt ihr gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen. Und ich bin jetzt auch live auf Twitch, wenn dieses Video online kommt. Dort werden wir dann bis ungefähr 12 Uhr streamen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dort vorbeischaut. Und wenn ihr natürlich dort auch keine Streams verpassen wollt, lasst natürlich auch gerne ein Follow da. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Und dort haben wir heute neuen Skin, natürlich auch noch die ganzen Travis Scott Items. Ich würde sagen, wir beginnen allerdings mit dem neuen Skin direkt und das ist tatsächlich ein reaktives Outfit. Es reagiert auf Schaden. Ich denke mal, dass diese Elemente hier, die so ein bisschen leuchten, dass sie dann einfach etwas stärker leuchten, wenn der Schaden bekommt. Weiß ich allerdings nicht ganz genau. Steht ja leider nie dabei, finde ich. Sollte es wie bei Waffen so einen Knopf nochmal geben, wo man den um den reaktiven Effekt dann zeigen kann. Bei Waffen ist es ja so, beziehungsweise bei Waffenlackierung kann man dann Waffeneffekt auslösen klicken und dann sieht man, was eben halt reaktiv ist. Hier eben halt leider nicht. Auf jeden Fall habe ich hier einmal den Standard- und den Brillenstil. Dazu dann die Harmonischer-Fluss-Spitzhacken und den Wandelgleiter. Dann haben wir zunächst den Schwefeltyrann-Skin mit der brennenden Bestie. Dann den glühend heißen Klingen. Dem Dämonika-Scan noch dazu. Und der glühende Glyphe als Lackierung. Als nächstes haben wir dann hier den Sonnenvogel-Skin mit einem Maskenstil und einmal dem Stil ohne Maske. Dann noch die männliche Version Hypno dazu. Natürlich ohne weitere Stile. Und dann die Spitzhacke Axtec. Sowie den Sonnenaufgang-Gleiter. Als nächstes haben wir dann den Schnorchelhopp-Skin, dann haben wir wieder den Tango-Skin und der war ja glaube ich schon gestern im Shop, soweit ich mich erinnern kann. Also warum der heute dann nochmal im Shop ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ist ja auch kein neuer Skin oder so, bekam man zwar kostenlos in einem PS4 Cup, war aber seitdem glaube ich auch schon zweimal im Shop. Deshalb, warum ist er denn heute nochmal im Shop? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Dann haben wir als nächstes den Wackel-Emote. Dann die Schlürflackierung. Dann haben wir noch als nächstes den echt Intensiv-Emote. War glaube ich tatsächlich relativ lang nicht im Shop. Konnte man ja auch kostenlos spielen während des Travis Scott Events, glaube ich. Dort hatte man ja drei Emotes zur Verfügung. Darunter auch den echt Intensiv-Emote. Und dann haben wir als letztes noch den Poo-Emote. Und natürlich noch die ganzen Travis Scott Items, werde ich nochmal ganz, ganz kurz rübergehen. Man kann ja alles einzeln kaufen oder als Pakete. Hier haben wir das Astronomical Ausrüstungspaket mit der Diamond Jack Spitzhacke, der Goosebumps Lackierung und dem Headbanger Emote. Und dann das Astronomical Paket mit dem Travis Scott Skin in der AT3500 Variante und in der Standard Variante und der Astro Jack Skin in der Standard und der Sicko Mode Variante. Die werden wahrscheinlich dann morgen mit dem Update raus, also dann werden die nicht mehr verfügbar sein und ich denke mal, die werden dann auch für eine sehr, sehr lange Zeit nicht mehr verfügbar sein. Das heißt, wenn ihr die noch haben wollt, ist jetzt, glaube ich, die letzte Chance. Weiß ich allerdings nicht ganz genau, ob die morgen rausgehen. Ich hatte mir die Zeiten dazu nicht ganz genau angeschaut, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sie wirklich spätestens morgen rausgehen werden. Das heißt, wenn ihr die noch haben wollt, ist eigentlich jetzt wirklich die letzte Chance. Ich hoffe, euch hat dieses Video natürlich gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann nachher im Stream wieder. Bis dahin, ciao.